Nein mehr Faschisme! Du nicht! Nie nicht! Nein mehr Faschisme! Ein Land im Schock über den eigenen Rechtsruck. Am Donnerstagabend haben hunderte Menschen in Amsterdam gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit protestiert. Zwei Tage nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders. Auch in Utrecht gingen Tausende auf die Straße. Einige von ihnen in Regenbogenfahnen gehüllt. Viele Menschen in diesem Land sind aufgewacht und machen sich Sorgen, ob sie hier noch willkommen sind. Dies ist nicht das Land, in das ich mich verliebt habe. Das Land, das ich liebe, ist ein Land, in dem wir uns gegenseitig festhalten und zusammenleben. Geert Wilders hatte mit seiner rechtsnationalen Partei PVV am Mittwoch überraschend deutlich die Parlamentswahlen gewonnen und könnte nun eine Koalition mit den Konservativen anführen. In der Vergangenheit hatte er populistische anti-islamische Forderungen aufgestellt. Darunter eine Kopftuchsteuer, die Schließung islamischer Schulen und ein Verbot des Korans in den Niederlanden. Etwa 5% der knapp 18 Millionen Niederländer sind Muslime. In ihrer Gemeinschaft breiten sich nun Sorgen um die Zukunft aus. Ich bin zum Teil Marokkaner und zum Teil Niederländer und dies ist auch mein Land. Wenn ich im Ausland bin und Wilders auftaucht, schäme ich mich ein bisschen für ihn. Wenn jemand so viel Hass verbreitet, Menschen als minderwertig abstempelt und sagt, dass wir sie loswerden, die Moscheen schließen und die Korane verbrennen sollen, und diese Person bekommt die meisten Stimmen, dann finde ich das beunruhigend. Ja, das ist wohl etwas, um mir Sorgen zu machen. Doch die Religions- und Meinungsfreiheit ist in der niederländischen Verfassung verankert. Und Wilders radikale Aussagen hatten schon in der Vergangenheit juristische Konsequenzen. Unter anderem wurde er wegen Volksverhetzung und Diskriminierung angeklagt, wegen Beleidigungen von Marokkanern auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Einzelne sind deshalb vorsichtig optimistisch. Ich bin nicht bang. Ich habe keine Angst. Er ist allein nicht das Gesetz. Er wird mit anderen zusammenarbeiten müssen. Er braucht 75 Sitze plus eins. Er muss kooperieren, um Gesetze zu ändern. Es wird schon alles gut gehen. Die ersten Sondierungsgespräche laufen bereits an. Die Regierungsbildung könnte laut Medienberichten noch Monate dauern. Möglicherweise wird Wilders ihr allerdings gar nicht angehören. Dazu müssten sich die Parteien der Mitte auf eine Koalition einigen, ohne den rechtsnationalen Wahlsieger.